Hi, ich habe eine Empfehlung für dich. Es ist ein YouTube-Kanal. Warum empfehle ich es? Übrigens, weißt du, was das Schwerste ist in einem Video? Immer die Frage, wie fange ich an? Gut, jetzt habe ich gesagt, eine Empfehlung für dich. Der YouTube-Kanal passt zu dir, finde ich, wenn du meine Videos gut findest, weil er es vervollständigt. Da gibt es so viele animierte Videos über technische Mechanik 1, 2, 3, über Physik und Elektrotechnik. Und die sind anders dargestellt. Ich gehe auf die Theorie ein, aber ich schaue mir von der praktischen Seite das Ganze an, als Entwicklungsingenieur, als Berechnungsingenieur. Und der Betreiber des Kanals ist ein Professor, der geht zwar auch auf praktische ein, hin und wieder, aber er schaut das sich von der theoretischen Grundlagenseite an. Er macht schöne Animationen. Das sind drei Videos über Morschen Spannungskreis. Ich lege dir diesen YouTube-Kanal wärmstens ans Herz. In die Videobeschreibung, Link, da gehst du da drauf, abonnierst. Ich habe Freude dran, ich habe ihm empfohlen, ich habe ihn auch kontaktiert und gesagt, für seine Zuschauer wäre ich auch eine Bereicherung. Und soweit ich das mitbekommen habe, wird er mich auch irgendwann mal empfehlen. So haben wir eine Win-Win-Situation für mich, für ihn und für euch. Die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, ist, ich habe mir vorgenommen, montags bzw. sonntags um 12 Uhr und montags um 20 Uhr ein Video hochzuladen. Ich möchte montags Hardcore-Videos machen über Technik. Zum Beispiel nächsten Monat, Montag, also morgen, gehen wir hiermit weiter. Technische Mechanik 2. Letztens sprachen wir über Zugdruckstäbe, Spannungen in den Zugdruckstäben. Nächstes Mal sprechen wir dann also über allgemeine Spannungszustände. Wie kommen die zustande? Welche gibt es? Und wie wertet man diese? Ich gehe auch auf Morschen Spannungskreis ein. Nochmal von der anderen Sicht als zum Beispiel es gemacht wurde im Kanal Jan Yellow. Und die zweite Sache ist, sonntags sind die Videos, die ich machen möchte, eher nebentechnisch, so wie dieses. Also beziehungsweise ich mache es dir ja vorher, aber sonntags stelle ich die rein. So wie dieses Video. Es geht hier nicht hauptsächlich um Technik. Ich empfehle hier was. Manchmal spreche ich über andere Themen. Das sind die sogenannten nebentechnischen Themen, die nicht unbedingt nur für Ingenieure und Konstrukteure wichtig und interessant sein könnten. Die könnten auch für viele, viele andere interessant sein. Ich hoffe, es ist für dich so okay. Ich möchte es versuchen, so durchzuziehen. Schreib mir rein, ob es dir passt, ob du es okay findest. Und schreib mir ruhig Themen. Ich werde leider nicht alle Themen durchsprechen. Aber das ein oder andere Thema kann ich durchsprechen. Als nächstes möchte ich mal über mein Seminar sprechen. Du kennst das, ich habe einen digitalen Seminar, der 42 Euro kostet. Das sind Unterlagen, die man runterlädt. Da ist eine PowerPoint-Präsentation und da ist Excel-Tabelle. Und wenn du diese PowerPoint-Präsentation aufmachst, in der Beschreibung davor steht es nochmal, du hast dann bei mir in YouTube eine Playlist. In der Playlist, die Playlist heißt Denke nach und konstruiere. Und da erkläre ich Schritt für Schritt die ganze PowerPoint-Präsentation und ich gehe auch auf die Excel-Tabelle ein. Und ab irgendeinem gewissen Punkt versteht es nur einer, der die, beziehungsweise hundertprozentig nur einer, der die Unterlagen hat, die meisten anderen nicht. So kannst du mich unterstützen, wenn du so eine wenn du so eine Präsentation kaufst, beziehungsweise wenn du diesen Seminar kaufst, diese Unterlagen. YouTube-Videos sind für alle zugänglich, aber die wichtigen Sachen sind abgedeckt. Sie sieht man nur, wenn man das gekauft hat. So kannst du mich unterstützen, so kannst du aber auch für dich was gewinnen. Manchmal denke ich, es wäre besser, wenn diese Unterlagen 200 Euro kosten würden. Ich sage es jetzt mal einfach so, weil ich habe das Gefühl, es wurde jetzt über 12-mal oder 10-mal, ich weiß es nicht mehr genau, gekauft. Also nicht die Welt. Aber ich habe keine einzige Frage als Rückfrage bekommen. Ich bitte jedem an, der meine Unterlagen gekauft hat, da sind 150 Folien,
Zu jeder Folie, die euch vorschwebt, wo ihr vielleicht Fragen, Erläuterungen, mehr Beispiele braucht, stellt Fragen. Schreibt unter meinem Video, Foliennummer sowieso, bitte noch ein Beispiel, bitte, bitte besser erklären oder bitte sonstige Anliegen. Es kann nicht sein, dass die 10 Leute, die das gekauft haben, keine einzige Frage haben. Also es kommt schwer oder kein Beispiel für das eine oder andere wollen. Es ist schwer für mich vorzustellen. Wenn es 200 Euro kosten würde, gut, würden die 10 Leute es wahrscheinlich gar nicht kaufen, gell? Aber wenn es einer kauft für 200 Euro, dann würde es auch intensiver durcharbeiten, weil umso teurer etwas ist, was du holst, umso mehr bist du geneigt, da etwas rauszuholen. Das heißt, wenn du etwas hinterhergeschmissen bekommst, kostenlos, dann guckst du durch, sagst, ja, uninteressant, zack, in die Mülltonne. Wenn du für dieses etwas aber 200 Euro bezahlen musstest und dir wohl überlegt hast, bevor du es geholt hast, dass du was bezahlt hast, dann wirst du entsprechend deine Informationen rausziehen. Also ich ermutige nochmal all die, die es gekauft haben, stellt Fragen. Ich werde Videos machen zur Beantwortung der Fragen oder in Kommentaren beantworten, je nachdem, ob es möglich, ob es leichte oder schwere Fragen sind. Und kauft ruhig die, die es nicht, noch nicht habt, so, und zieht da was raus. Blättert das durch, guckt es euch an und zieht da Informationen raus. Ich wünsche euch noch alles Gute. Ich wünsche euch schönen Sonntag. Wir sehen uns morgen. Bleibt dran, bleibt gesund. Abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis dann.